Our next competitor representing Und jetzt schauen Sie bitte genau hin. Die kleine Midori Ito, 1,45 Meter groß, springt wie eine Rakete, zehnte nach der Pflicht. Bei ihr geht es los mit dem Doppelflip. Und dann springt auch sie. Doppelrittberger und Dreifachrittberger. Die wohl schwierigste Kombination, vom gleichen Bein abzuspringen, zweimal hintereinander, ohne Unterstützung. Leicht und hoch. Und jetzt. Wunderbar, das kann sonst kaum jemand. Und von ihr werden Sie in der Kür noch viel mehr sehen. Niemand hat so viele technische Schwierigkeiten im Programm wie diese kleine Japanerin. Zuschauer sind begeistert. Der Satteldom ist voll, ausverkauft und begeistert von der kleinen Midori Ito. Haben Sie diesen Doppelachsel gesehen? Da liegt der Gedanke nahe, dass sie wahrscheinlich die erste sein könnte, die den Achsel als Frau dreifach springt oder die auch einen Rückwärtssprung, einen Toloop vielleicht einmal vierfach springen kann. Ich habe mit ihr gesprochen, da hat sie gesagt, nein, 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 aber sie wird es probieren. Sie läuft ja lange rückwärts an. Hier kommt der Doppelrittberger und jetzt vom gleichen Bein ab und dreimal gedreht. Was für eine Sprungkraft hat die Kleine. Und hier der Doppelachsel. Sauber mit den Händen in der Hüfte gestützt, als ob sie überhaupt keine Schwierigkeiten hätte. Machiko Yamada bei ihr, ihre Trainerin. Und die ist ja so nett und so höflich. Sie gewann ja auch den Fuji Cup in Frankfurt. Da hat sie ein Kürprogramm gezeigt, wie es bis dahin eine Frau vom technischen Wert gesehen noch nie gelaufen hatte. Mit 7 dreifachen Sprüngen. Und mit der Kombination dreifach Toloop, den jetzt außer ihr auch noch Debbie Thomas in der Kür springt. Und da ziehen die Preisrichter hoch. Sechsmal die 5,8, dreimal die 5,7. Wenn es keine Pflicht gäbe, dann würde die Kleine um die Goldmedaille mitspringen. Aber so ist sie mit dem 10. Platz weit, weit zurück. Aber sie kommt vor. Sie holt jetzt auf. In der B-Note gibt es eine 5,6 im Schnitt, eine gute, 5,5 aus Kanada, 5,6 aus Großbritannien und aus der Sowjetunion und aus der DDR. Aber die Kleine freut sich. Sie weiß, jetzt kommt sie nach vorn. Jetzt kann sie sich vielleicht noch auf den 5. Platz oder 4. vorschieben und wenn bei den anderen einiges schief geht, vielleicht noch weiter.